Shalom, meine geliebten Geschwister, Hallöchen, liebe Hallo. Facebook-Freunde. Hallo, meine lieben Geschwister. Hi, also wir kommen doch heute mal online, um euch mal aufzuklären, was sich in der Zwischenzeit alles ereignet hat. Unser letztes Livestream hat nämlich noch in Duisburg stattgefunden. Ja, wir befinden uns jetzt seit ein paar Tagen wieder in Waldkappel bei Pastor Thomas und dessen Frau Ursula. Gut, wir möchten gleichzeitig auch das zum Anlass nehmen, Zeugnis abzulegen, wie wunderbar unser Herr Jesus Christus uns versorgt. Die meisten von euch sind mittlerweile schon im Bilde, dass Daniel und ich dabei sind, umzuziehen. Es haben sich ziemlich krasse Sachen ereignet in den letzten Tagen. Ja, wir sind losgefahren mit der Erwartung, dass ich halt eine Wohnung bekomme, wo auch mein Verlobter mit unterkommen könnte. Also, gestern mussten wir feststellen, dass dem leider nicht so ist. Also, ich wurde praktisch ins kalte Wasser geschmissen, dass ich nicht eine eigene Wohnung haben werde oder ein Hotelzimmer, sondern mich in eine WG begeben soll. Ui! Ich hatte gestern mit dem Vermieter telefoniert, um natürlich einen Termin zu vereinbaren zur Schlüsselübergabe, weil wir haben heute den 1.11. Heute ist Allerheiligen, aber das ist ein katholisches Fest. Nicht jeder feiert dieses Fest. Hier in Waldkappel zum Beispiel gibt es diesen Feiertag nicht. Die haben alle Geschäfte offen. Halleluja. Gut, ich war natürlich total wie vor den Kopf geprellt und fing natürlich bitterlich an zu weinen. Weil der Stress war natürlich in letzter Zeit ziemlich hoch gewesen und gestern war für mich der Punkt da, wo mir die Tränen gekommen sind. 3 Monate lang komplett ohne meinen Partner? Geht gar nicht. Auf jeden Fall kam uns unser Herr Jesus Christus folgendermaßen zu Hilfe. Guten Morgen, meine kleine Maus. Guten Morgen, ihr zwei, die ihr gerade mit dabei seid. Wir legen gerade Zeugnis ab und mein Mann ist einfach dabei, weil die meisten von euch wissen, was mit ihm los ist, okay? So. Als ich dann so bitterlich weinte, war meine erste Reaktion gewesen, dass ich halt, ja, die Teamleitung angerufen habe. Ich sage, Leute, so war es nicht vereinbart, dass ich in eine WG ziehen soll. Auf jeden Fall griff der Herr ein. Ich habe euch ja mal erzählt, dass ich keinen Kredit bekommen habe. Ja, weil wenn man eine neue Arbeitsstelle beginnt, möchte die Bank erst einmal 3 Lohnabrechnungen zu sehen bekommen, bevor man überhaupt sich einen Dispositionskredit für den Umzug machen kann. Gut. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her gewesen. Auf jeden Fall, als dann diese Situation gestern eintraf, half der Herr folgendermaßen. Wir sind ja mittlerweile eine kleine, süße Agape-Gemeinschaft geworden. In der Zwischenzeit haben wir auch ein tolles Agape-Wochenende gehabt, mit sehr vielen Wundern, unter anderem, dass auch meine kleine geistliche Tochter Corinna ordentlich Heilung erfahren hat. Und zwar von ihren alten Dämonen, die sie jahrzehntelang geplagt haben. Grüß dich, liebe Seima. Schön, dass ihr da seid. Eine Schwester ist gesegnet worden. Ja, mit, sagen wir mal, wie soll man es ausdrücken, mit Reichtümern. Und diese Schwester hat sich dazu bereit erklärt, mir 5.000 Euro zu leihen. Ich habe sie nämlich unter Tränen darüber gefragt. Weil das Ding ist, dass wir jede Menge Geld brauchen, um halt die erste Miete, also doppelte Miete zahlen zu können und natürlich auch die Kaution. Gestern ist das dann so weit gekommen, dass wir uns dann so schnellstmöglich eine Wohnung angefangen haben zu suchen. Gestern. Nachdem das hier stattgefunden hatte, ich war so erleichtert, dass wir das Geld praktisch dann von einer Schwester geliehen bekommen. Weil ich möchte das Geld nicht geschenkt haben. So. Diese Schwester hat gesagt, zahlt das jetzt dann zurück, wenn ihr es könnt.
habe dann eine E-Mail geschickt, habe dann meine Daten rüber geschickt und ihr angeboten, ab März die 5.000 Euro mit 500 Euro Raten zurückzuzahlen. So hat der Herr schon mal eingegriffen, dass wir das nötige Geld haben, um so schnell wie möglich eine Wohnung zu finden, die wir gemeinsam beziehen können. Weil Daniel und ich, wir sind am Agape-Wochenende nochmal als Ehepaar gesalbt und versiegelt worden auf gut Deutsch. Auch wenn der Daniel in den Livestreams momentan kaum etwas sagt, er ist mein Fels in der Brandung. Er ist mein Ruhepol. Er ist sozusagen mein geistlicher Schutzwall sozusagen. Weil bei vielen Leuten reicht alleine schon seine Anwesenheit aus, seine Präsenz, dass er einfach da ist. So sind wir nämlich übereingekommen. Und ohne meinen Schatz, 3 Monate am Stück, absolutes No-Go und dann noch nicht mal Besuche am Wochenende mit Übernachtung möglich, weil das eine WG ist. Nee, Kinderchen. Auf jeden Fall fanden wir nach 5 Minuten Suche am Notebook eine Wohnung, die ist über 70 Quadratmeter groß, 3 Zimmer, im 2. Stockwerk, 4,9 Kilometer von meinem neuen Arbeitsplatz entfernt, in Kassel-Wilhelmshöhe. Da hat Jesus mir sofort gesagt, das ist eure Wohnung. Oh. Der oh, ne? Er hat gesagt, hör mal, Ursula, lass mich genauer gucken, her damit, lass mal gucken, die Nummern rüberwachsen lassen, ne? So, während Ursula am Gucken war, bin ich auf Klo gegangen. Ne? Natur verlangte ihr Recht. Und dann hat Jesus mir da praktisch auf dem Klo versprochen, ihr werdet die Wohnung erhalten. Wir haben gestern mehrere Anrufversuche getätigt. Gott sei Dank gab es insgesamt, ich weiß nicht, wie viele Nummern gab es da? 5 Nummern. Und wir haben praktisch alle durchgewählt. Entweder ging keiner dran oder es war besetzt. Wir blieben aber dran. So, und die letzte Nummer hatte die Endziffer 3, die Dreieinigkeitszahl. Halleluja. Die riefen wir an. So, und da meldete sich eine ganz nette, freundliche Sachbearbeiterin. Die hat uns erstmal klar machen müssen, das ist eine Genossenschaft, dass wir erstmal über online einen Fragebogen auszufüllen hatten, für uns beide. Da dieser halt nicht eingegangen ist, konnten wir nicht wie alle anderen potenziellen Mieter für diese Wohnung gestern um 16 Uhr zur Besichtigung teilnehmen. Und dennoch glaube ich unserem Herrn, dass das unsere Bude sein wird. Weil Glauben und Hoffen ist ja etwas, bedeutet ja, auf etwas zu sehen, was noch nicht da ist. Das steht auch in der Heiligen Schrift. Hoffnung ist, an etwas zu glauben, was noch nicht da ist. So, genauso wie wir auf Gottes Reich hoffen. Ja? Wir führen unser irdisches Leben im Vertrauen und Glauben an Christus, dass er uns heimführen wird. Hoffnung auf etwas, was wir noch nicht sehen können, aber durch Gottes Wort verheißen worden ist. So, und genauso vollzieht sich das jetzt mit unserer gemeinsamen Wohnung. Dass wir das schon festlegen, jupp, das ist unsere Wohnung, auch wenn es weltlich gesehen überhaupt nicht danach aussieht. Und die Preisklasse liegt bei 770 Euro warm. Wieder die 7,7. Wir hatten nämlich ausgemacht, 700 Euro für eine Wohnung auszugeben. Besonders, weil wir ja auch Gäste haben möchten, da brauchen wir natürlich auch ein Gästezimmer, logischerweise. Dann hatte die Frau Blum uns das gesagt und hat uns zugesagt, uns zu kontaktieren, falls die 3 potenziellen Mieter eben derselben Wohnung, die daran interessiert waren, nicht annehmen sollten. Okay? Der ganze Rest liegt jetzt beim Allmächtigen. Der ganze Rest. So, das ist das Einzige, was wir gestern hatten tun können. So, und jetzt das heutige Thema. Alles, worauf wir keinen Einfluss haben. Das sollen wir voll Vertrauen dem Allmächtigen übergeben.
Natürlich haben wir auch für unsere Wünsche, Bedürfnisse so auch zu arbeiten und auch das Unsrige dazu beizutragen, dass es läuft. So, wir haben es gestern getan. Wir sind auch gestern mit Pastor Thomas und Ursula in den Lobpreis gegangen. Und das war so herrlich, so erfrischend. Wir haben vor Gott Lieder gesungen und in den Lobpreis floss auch die Wohnung mit rein. Das ist im Namen des Herrn unsere. Punkt. So. Und ich glaube dem Herrn das einfach. Also, da heute aber Feiertag ist, was nicht überall der Fall ist, hier in Waldkappel ist kein Feiertag, da preise ich Gott von Herzen dafür, die nächste Versorgung, die der Herr mit uns macht. Gestern ging es mir nicht gut, seelisch. Ich musste mich erstmal komplett erholen und viel Schlaf haben. Das Geschäft direkt um die Ecke hatte auf. Ich konnte also, bevor wir in diese WG einziehe, ordentlich einkaufen gehen. Und Daniel konnte noch zur Post, um seinen Urlaubsschein einzureichen. Genau. Ja, weil er hat den Urlaub nämlich auf Dezember gesetzt. Ab dem 6. Dezember. Mhm. Weil wir nämlich im Dezember vorhaben, komplett in unsere neue Wohnung einzuziehen. Also wir sprechen praktisch schon so, als wäre es passiert. Als wäre es schon geschehen. Nur der Anruf erfolgt erst morgen. Was sagt die Frau Blum? Ist die Wohnung weitervermittelt worden? Haben sie einen Mieter genommen? Oder steht uns die Wohnung zu? Also der Herr macht es spannend. So sieht's aus. In dieser Wohnungsbaugesellschaft wurde mir gesagt, also durch die Frau Blum, dass sonst alle Buden in Kassel, Wilhelmshöhe von deren Gesellschaft dicht sind. Was machen wir? Gehen in den Lobpreis, beten, ne? Tun auch proklamieren und solche Dinge in Existenz rufen. Das ist unsere Wohnung. So, wenn Jesus Christus hingeht, während ich auf dem Boiler sitze und sagt, verspreche euch, dass es eure Wohnung ist, dann glaube ich ihm das einfach mal. Das ist eine Glaubensprobe. Okay, das ist eine Glaubensprobe. Wenn ihr zum Beispiel eine innere Intuition habt, das und das wird passieren, das ist euer oder das und das, dann glaubt. Dann nehmt das an. Dann ist das die Stimme Gottes, die euch das sagt. Auch wenn ihr das Gefühl habt, ey Scheiße, in Wirklichkeit sieht doch alles ganz anders aus. So, und dieses Zeugnis benutze ich jetzt, um euch daran teilhaben zu lassen. Okay? Also auf etwas zu hoffen, zu beten, was eigentlich noch nicht eingetreten ist. So, und das sind dann die sogenannten Glaubensproben, ja, die denen wir da jetzt ausgesetzt sind. Hallo Sonja, grüße ich. Ich tue euch einfach mal aufklären, was sich in der Zwischenzeit alles ereignet hat. Und es passiert ja ein Wunder nach dem anderen. Eine Glaubensschwester leiht uns eben mal 5.000 Euro, damit wir so schnell wie möglich in diese Wohnung einziehen können. Weil nämlich diese Wohnung 1.200 Euro Kaution alleine schon kostet, beziehungsweise Mitgliedschaftsbeitrag. Plus die laufende Wohnung, die wir jetzt noch in Duisburg zu zahlen haben. Plus die künftige Wohnung. Halleluja. Also, in der Zwischenzeit wohnt Daniel hier praktisch bei Pastor Thomas und bei Ursula. Und ich halte halt einen Monat lang in der WG aus sozusagen, weil das nämlich, haltet euch fest, vom Arbeitgeber bezahlt wird. Also für 2 Monate ist dieses Zimmer für mich bezahlt worden. Okay? Wir leisten hier nur einen kleinen Obolus, ne? Weil Daniel lebt ja hier dann für einen Monat, er ist mir dann auch näher. Dann kann ich ihn auch ganz schnell mal besuchen kommen von Kassel nach Waldkappel, wenn ich frei habe. Also ihr merkt, wie Jesus für uns sorgt. Ist das nicht geil? Gestern war ich so plattnervlich, dass ich es nicht gebacken gekriegt habe, mit Ursula und Pastor Thomas nach Eschwege zu fahren zum Einkaufen. Ich hatte keinen Kopf mehr dafür frei.
weil das gestern natürlich ein harter Prall gegen meinen Kopf war. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich natürlich auch meinen Senf dazu abgegeben habe bei derjenigen, die das für mich angeleiert hat. Ich sag, Freunde, so war der Deal nicht. Mir wurde gesagt, mir wird 2 Monate lang ein Hotelzimmer bezahlt. Aber dass ich in eine WG reinkommen soll, wo noch nicht mal mein Verlobter mit übernachten darf, so haben wir nicht gedealt. So, den ganzen Rest jetzt überlasse ich jetzt unseren Herrn. Auf jeden Fall hat sich die betreffende Person total entschuldigt. Die wussten das nicht. Die wussten das nicht, dass ich nicht wusste, dass es eine WG ist. Okay, also es ist bei uns ganz schön was los. Nur mir geht es heute besser. Ich habe, haltet euch mal fest, 15 Stunden geschlafen. Bumm! Ey, weil das war sehr, sehr aufregend gewesen in der letzten Zeit. Sehr, sehr aufregend. Boah, da knallte die PTBS ein wenig durch. Aber heute geht's mir gut. Wir waren vorhin ganz geschmeidig, weil nämlich hier in Waldkappel kein Feiertag war. Einkaufen. Das, was ich gestern nicht geschafft habe. Ich wusste das nicht, dass hier in Waldkappel die Geschäfte alle offen haben. Geil. Halleluja. Wieder eine Hilfe, die wir von Gott empfangen durften. Und Pastor Thomas und seine Frau, mit denen wir uns dicke verstehen, fahren uns später nach Kassel in meine Bude. Mitsamt den ganzen Einkaufsrummels und der ganze Koffer gedönt. Völlig ohne Stress. Halleluja. So sieht das aus. Für meinen Schatz ist das natürlich verdammt schwer. Weil ihr wisst, dass er unter einer Psychose leidet. Und wie schlimm das für einen Psychotiker ist, wenn sich auf einmal die Situation ganz anders gestaltet, als eigentlich vorher vereinbart. Könnt ihr euch vorstellen, wie Daniel gestern drauf gewesen sein muss. Nur er redet darüber nicht. Er behält alles für sich. Nur da wir halt ein Arsch und ein Eimer vor Gott sind, sozusagen ein Herz und eine Seele, verrät der Herr mir ganz genau, was ist mit ihm los. So, und er ist jetzt natürlich stocktraurig. Logisch, ne? Wenn man sich vorher darauf eingestellt hat, jupp, ich ziehe zwar in eine Pension, ich hielt das für eine Pension, dass ich halt den Daniel wenigstens mal zwischendurch bei mir hätte übernachten lassen können. Ist nicht möglich, aber ich komme damit jetzt auch zurecht. Ich finde, Jennifer muss sich jetzt erstmal in ihrem neuen Domizil einrichten und muss erstmal sich zurechtfinden und ich denke, sie wird gut zurechtkommen und ich komme ja auch gut zurecht. Mhm. Ja, und wir sehen uns ja wenigstens nächstes Wochenende wieder. Übernächstes Wochenende und von daher bin ich ganz zuversichtlich, dass alles gut klappt. Ach, schön, dass du das so sagst. Mhm. Freut mich. Mhm. Ja, ne? Nur dann ist halt, das kann passieren, dass sich Situationen auf einmal verändern. So, da kommt wieder Gott ins Spiel. Da stellen wir uns die Frage, ich war stinksauer auf Jesus, ne? Ich sag, Herr, willst du mich verkackeiern? Was soll der Scheiß jetzt schon wieder? Ehrlich, war so drauf. Weil ich so enttäuscht war. Wir machen das alles für dich, habe ich den Herrn vorgeworfen. Was soll das? So, nur ich werde das jetzt sehen, was das soll. Guck mal, was ich hier trage. Ist zwar spiegelverkehrt, aber ist mir scheißegal. Ich soll anscheinend unseren Herrn Jesus Christus in die WG hineinführen, sozusagen. Da wohnen nämlich 3 Leute. Wir treffen uns nämlich da in der Küche, in der Gemeinschaftsküche. Wahrscheinlich hat der Herr dort einen Auftrag für mich. Bevor ich arbeite, dass ich eben mal 3 Leute mal auf Jesus aufmerksam mache. Nee, allein schon durch mein T-Shirt. So, hinten drauf steht auch groß drauf, Jesus Warrior. So, und meine Kreuze, das ist mir Latte, ich gehe so in die Bude. Ich lasse praktisch meine Kleidung sprechen. Mhm. So, das kann nämlich sein, dass das mein Auftrag sein kann. Noch bevor der Herr mich in den Dienst reinschmeißt, sozusagen in der Intensiv- und Beatmungswege, dass ich noch 3 Leute zu Jesus zu führen habe. So, also ich habe euch damals schon immer gesagt, dass Jesus aus Scheiße Gold macht, auf gut Deutsch. Das ist Fakt. Wir haben uns aufgeregt hier, besonders Icke hier. Ja,
Der Papa konnte mich auch verstehen, er versteht mein Herz, ja, er versteht auch den Daniel, dass das Riesenopfer ist, ja, besonders weil er derjenige war, der uns so dicke miteinander verbunden hat. So, dass wir uns dann jetzt trennen müssen. Zwar auf Zeit, aber Trennung ist Trennung. So, wir sind nun mal ein Leib und eine Seele vor unserem Herrn. Und so fühlt sich das auch an. Und dementsprechend ist das für uns natürlich auch ein großes Opfer, was wir praktisch unserem Herrn dann bringen. Gehorsam also. Ja? Und ich habe euch ja gesagt, auch wenn es uns schwerfällt oder uns manchmal Sachen nicht in den Kram passen, hallo Ellen, hallo Tabea, grüß euch meine Süßen, schön, dass ihr alle da seid. Auch wenn es das überhaupt nicht in den Kram passt, unser Weh tut, wir da keinen Bock drauf haben. So, wir unseren eigenen Kopf vorher hatten, wir wollen das aber so und so haben. Nein, Gott lenkt die Schritte. Steht auch in dem Buch der Sprüche drin. Ja? Der Mann hat viele Pläne, aber letztendlich geschieht der Ratschluss des Herrn. Amen, so ist es. So, und manchmal passiert das dann halt. Hallöchen, Claudine! Bies. So, passiert das dann halt. Und das passiert dann auch uns. Uns passt das nicht in den Kram. Da ich in der WG bin und mein Mann ja alleine hier abhängt. So, okay. Aber wir gehen da durch in Gehorsam auf unseren Herrn, weil er uns hier praktisch Hessen zugeführt hat. Hessen. Dass hier unser geliebtes Pott, ich hier besonders mein Pott verlasse und nach Hessen ziehe. Ich bin bereits schon angekommen. Bin bereits schon angekommen, weil ich schon als Kind immer nach Kassel ziehen wollte. Ach, ich hoffe, ich habe euch alle begrüßt. Weil ich sehe schlecht. Aber das Problem ist bald behoben, weil ich bekomme demnächst eine neue Brille. Die wird mir zugeliefert. Das dauert leider noch 9 oder 8 Tage. Ja, hab direkt schon die neue Adresse angegeben in Kassel, dass sie mir das Paketchen dahin liefern. Und dann kann ich endlich nach 11 langen Monaten meine Augen richtig benutzen. Und die meisten von euch haben meine Tortur miterlebt. Also, dass ich 11 Monate lang, auch bevor das alles hier losging, durch eine Tortur hindurch musste. Aber das Vertrauen zu Gott hat sich nicht geschmälert. Ganz im Gegenteil, es hat sich verdoppelt. Die Optikerin hat mir eben mal reingehauen. Ich habe auf meinem rechten Auge nur noch 63% Sehkraft. Jo, läuft. Links 80. Gut, besser als nichts. Das war mein erster Gedanke. Ich hätte ja blind werden können, Silvester. Das wisst ihr alle, als ich euch das Zeugnis erzählt habe. Als ich in der Silvesternacht den Netzhautabriss hatte und bereits schon in der Klinik mich befand. Okay, ich hätte blind werden können auf dem rechten Auge. Deswegen lieber 63% als nichts. Na und? Ja, dann brauche ich auch eine Gleitsichtbrille. Läuft. Ui. So, und Gleitsichtbrillen sind natürlich teuer, ne? Einige von euch wissen das garantiert. Aber das Geld dafür war da. Das Geld war da. Der Herr hat übernatürlich für uns beide gesorgt. Also, wenn ihr dem Herrn ein Opfer bringt, wenn ihr ihm gehorsam seid, den Weg geht, den er euch weist, auch wenn euch da gerade überhaupt nicht in die Kram passt, ihn aber trotzdem geht, da kriege ich einen dicken, fetten Segen obendrauf. Und davon bin ich überzeugt. Davon bin ich überzeugt. Weil wir jetzt praktisch das Opfer dem Herrn geben. Das heißt also, wir müssen uns auf Zeit voneinander halt trennen, räumlich. Kommt dann der fette Segen obendrauf. Und wir hoffen von ganzem Herzen, dass wir die Wohnung zugesprochen bekommen. Obwohl wir nur dort angerufen haben gestern. Und halt das, den Online-Fragebogen ausgefüllt haben. Die wollen natürlich wissen, ob wir Haustiere haben, ob wir Kinder haben, wie viel Geld wir natürlich im Monat verdienen. Muss ja natürlich wissen. Das ist mehr als genug. So, ich habe nämlich der Frau Blum auch bereits schon gesagt, das Geld für die Kaution und für die Miete haben wir direkt schon in der Tasche. Können wir euch direkt auf den Tisch legen. So habe ich mit ihr geredet. So, kommt natürlich gut an, ne? Das ist ein städtischer Betrieb sozusagen. Die achten natürlich auf die Bonität, logischerweise, der potenziellen Mieter und dass sie genügend Einkommen haben. Nicht, dass ihr ganzes Einkommen nur für die Miete drauf geht. Darauf achten die. Da habe ich gesagt, ey, wisst ihr was? Ich finde das sehr super von Ihnen. Habe ich gesagt, ich finde das super von Ihnen, dass Sie so drauf achten. Toll. So, ne? Also ich warte jetzt einfach mal ab. Auf jeden Fall sind bei uns alle Kriterien erfüllt. Wir haben beide keine Schulden. Ich stehe nicht in der Schufa, werde mir als Hauptmieterin eintragen lassen. So, du stehst ja leider drin. So, ne?
Aber ich kann mich als Hauptmieterin eintragen lassen und mein Schitzekind daneben. Als Nebenmieter. Fertig. Das war's. So. Also, und dann natürlich genügend Einkommen. Das passt. Wir haben keine Kinder, wir haben keine Haustiere. Das ist für die Mieterin natürlich perfekt. Für die Vermieterin. Perfekt. So, dann wollen wir mal abwarten, was passiert. Also ich bitte euch, dass ihr für uns mitbetet, ja, dass wir beim Herrn wirklich Sturm schellen und klingeln. Ey, Vater, bitte mach mal, ne, schmeiß die Beine in die Bude rein. So, die Straße ist, ist eine Grafschafterstraße. Hört sich sogar adlig an. Und ist im zweiten Stockwerk. 3 Zimmer groß, 70 Quadratmeter. Wir hätten sogar ein Gästezimmer. Okay? So, und damit noch nicht genug. Der Umzug ist schon längst geplant. Schon längst geplant. Ich habe euch das schon mal erzählt, dass wir bereits auch schon Umzugs-LKW haben. 12,5 Tonner, der von unserem Bruder Helmut gefahren wird. Es ist alles bereits schon geregelt. Zieht euch das rein. Weil wir gehorsam waren. Weil wir beide jetzt hier in der Waldkappel gekommen sind. Weil ich ab den 1.11. bin jetzt eingestellt bei der Intensivpflege. Ab den heutigen Tag. Und ich beginne meinen ersten Dienst allerdings erst am 5. November, weil ich natürlich morgen noch einiges zu tun habe. Ich brauche noch ein Fahrticket, weil ich bin auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. So, muss ich noch erledigen. Mal ein bisschen in der Städtchen mal rumtreiben, mal ein bisschen auskundschaften, wo es was. So, die Zeit brauche ich, hat der Arbeitgeber mir gewährt. Puh. Alles erledigt. So, und ich habe dann am kommenden Wochenende 2 12-Stunden-Schichten zu meistern. Was ich sehr gut finde, was für mich dann halt für die Einarbeitung einfach perfekt ist, dass ich dann kompletten Tag, also einen Frühdienst und einen Spätdienst, direkt schon an einem Wochenende miterlebe. Von 6 Uhr morgens bis 18 Uhr abends. Das ganze Wochenende. Halleluja, läuft. Ja? Also, ich brauche mir um den Umzug an sich, wie der jetzt verläuft, mit Kartons packen, lauter so ein Rummel, wo King Kopf machen. Das Einzige, was ich machen musste, war die Koffer packen und die Schränke auszusortieren. So, was nicht mehr gebraucht wird, landet da auf Müll. So, und der Rest macht Gott und die ganzen vielen Helferlein, die Gott uns an die Seite gestellt hat. Halleluja, Amen. Und die Jennifer kann sich schön auf ihre Arbeit konzentrieren. Halleluja. So, und so arbeitet Gott, wenn ihr ihm gehorsam seid und auf Schritte geht, die euch überhaupt nicht schmecken. Nicht in den Kram passen, nee, boah, da ist aber gar kein Bock drauf. Der Herr sagt nämlich, nicht jeder, der mich Herr, Herr nennt, kommt ins Himmelreich, sondern nur diejenigen, die den Willen meines himmlischen Vaters tun. Also, wenn der Allmächtige euch etwas aufträgt, egal welcher Art, egal wie bekloppt sich das anhört oder was für euch nicht möglich erscheint, tut es. Wenn ihr das tut, was der Vater da oben will, dann kriegt ihr alle Türen dafür geöffnet. Dann kriegt ihr alles, was ihr dafür benötigt. Und das dürfen Daniel und ich als Zeugen sozusagen dafür, was wir gerade live und lebendig hier erleben, euch zeigen. Das funktioniert. Wirklich. Also, nehmt euch das bitte zum Zeugnis. Also, wenn der Herr einen ungewöhnlichen Auftrag für euch hat, gehorcht, macht es. Wenn euch das nicht loslässt, dann wisst ihr genau Bescheid, Papa will, dass ihr das und das tut. Und dann macht es auch. Hallo Frauke. Hallo Gabriele. Aber woher weiß ich das, was Gott mit mir vorhat? Ja, also Claudine, da muss ich dann ganz klar sagen, dann ist die Beziehung, die lebendige Beziehung zu Jesus Christus noch in Arbeit. Ganz einfach. Ja, dass du empfänglich wirst für die Stimme unseres Herrn Jesus Christus. Wir gehen alle unseren Glaubensweg in unterschiedlichem Tempo. Und auf unterschiedliche Art und Weise. So, Menschen, die wirklich eine tiefe, innige Liebesbeziehung zu unserem Herrn Jesus Christus regelmäßig pflegen, ihn in allem mit einbeziehen, die nehmen die Stimme unseres Herrn wahr. Okay? Also das hängt praktisch von eurem Beziehungsstatus ab, was ihr mit Christus führt. Der Herr möchte von morgens bis nachts eingebunden werden in unserem Leben. Punkt.
Nicht nur morgens aufstehen, Gott danken für den neuen Tag, abends ins Bett gehen, Gott danken und dann schlafen, das war dann. Den ganzen Tag. Betet ohne Unterlass, heißt das. Das bedeutet nicht, dass wir 24 Stunden lang uns auf den Knien bewegen müssen. Nix da. Ständiges Beten heißt, in allen Dingen, die ihr tut, an Gott zu denken. Der Herr spricht in seinem Wort, denket an mich, an all euren Wegen und ich werde euch wohl leiten. So, und diese Beziehung möchte Gott haben mit uns, genau die. Dass der Herr euch leiten kann, dass der Herr sich euch mitteilen kann, nur dass es von eurem freien Willen abhängig, inwieweit ihr das überhaupt zulasst, inwieweit ihr Jesus Platz gebt in eurem Herzen und in eurem Leben. Gebt ihr ihm nur anteilig euer Leben, gut, dann hat er auf den anderen Teilen, wo ihr die meisten Probleme habt, keinen Einfluss. Weil der Herr ist heilig und der freie Wille, den er jeden von euch da draußen gab, ist ihm so heilig, dass er ihn nicht antastet. Ihr könnt es einfach praktisch nur erfahren, dass ich euch jetzt dieses Zeugnis gebe, warum das so wichtig ist, eine lebendige Beziehung mit Christus einzugehen. Wie wichtig das ist, sich natürlich auch mit seinem Wort zu beschäftigen, was er euch verheißt. So, und sein Wort ist heilig, mächtig und wahr. Das, was er verheißt, ist wahr, während euch die Leute drumherum von vorne bis hinten bescheißen, auf gut Deutsch. Jesus lügt euch niemals an. Sein Wort ist Wahrheit. So. Und deshalb haltet euch an sein Wort. Das Wort ist wahr. Okay? Er erzählt euch nicht das Blaue vom Himmel runter, wie manch ein Mensch es vielleicht bei euch getan hat. Oder sogar Leute aus der eigenen Familie oder aus dem Freundeskreis, wo ihr vielleicht mancherlei Enttäuschungen erfahren musstet. Aber nicht Gott. Der Allmächtige lügt nie. Auch wenn ich gestern wütend auf ihn war. Ich sag, Herr, was soll die Scheiße? So war das nicht abgemacht. So. Aber wir werden jetzt gucken, was Papa daraus macht. Also, nochmal, wenn uns Dinge passieren, die ganz anders laufen, als wir uns gedacht und geplant haben, wir dann im ersten Moment verletzt, enttäuscht oder sogar wütend sind auf Gott, behaltet immer im Hinterkopf, Papa hat den besseren Plan als wir. So, ich bin jetzt schon gespannt, was der Vater anstellen wird die nächsten Tage. Ich bin nicht mehr sauer auf ihn. Ganz im Gegenteil, ich bin ihm dankbar. Besonders auch für seine barmherzige Hilfe, die er mir uns dadurch jetzt schenkt. Weil wenn das mit der WG so nicht passiert wäre, dann würden wir nicht so schnell eine Wohnung gesehen und gefunden haben und wir hätten keine Schwester gehabt, die uns eben mal 5.000 Euro leiht. Damit wir die ersten Monate über die Runden kommen. Halleluja. Diese barmherzige Hilfe von Gott hätten wir auf diesem Wege nicht erfahren, wenn alles so aufgegangen wäre, wie wir es gewollt hätten. Versteht ihr? So. Papa kann euch Türen öffnen. Das ist boah, phänomenal. Wer leiht euch eben mal 5.000 Ocken, ne? Und diese Schwester kennen wir jetzt seit mal ein paar Wochen, ne? So. Das ist so abgefahren. Also, möchte euch einfach nur Mut machen. Einfach nur Mut machen, wenn der Herr euch was aufträgt. Und wenn sich das noch so bekloppt und für euch unmöglich anhört, gehorcht, tut es. Tut es einfach. Meint er, den Aposteln ist es leicht gefallen? Was die alles lernen und anstellen mussten im Namen des Herrn? Ach du Kacke. So, die brauchten auch erstmal 3 Jahre Ausbildung bei unserem Herrn. So wie wir. Auch wir sind in der Ausbildung. Nur jeder ist unterschiedlich von uns geistlich praktisch entwickelt. Ich habe ihm mein Leben gegeben, komplett. Er wird mich führen. Wenn uns etwas passiert, was uns nicht passt und wir Gott nicht verstehen, dann ist er uns keine Rechenschaft schuldig. Genau. Ja. Der Herr
sitzt da oben, oder wie soll ich das blöd aus? Ich sag dir das mal blöd, ne? Der Herr sitzt da oben und grinst sich ein. Warte mal ab, mein Kind, du mal schön meckern. So, der Herr ist aber erhaben, okay? Über seine meckernden Kinder, ne? Das steht da drüber. Der grinst sich ein. Ja, du nur mal meckern, ne? Du wirst mir noch danken, meine Tochter. So redet er. Das steht auch in eines der Psalmen. Harre auf Gott, du wirst ihm noch danken. Da kotzt uns an, dass wir getrennt werden, aber später, dann werden wir gar nicht mehr von den Knie hochkommen. Vor lauter Dank, was der Vater dann in der Zwischenzeit alles angestellt hat. Da bin ich mir bereits jetzt schon sicher. Stimmt, Frauke, der Herr ist uns keine Rechenschaft schuldig. Es steht sogar im Alten Testament. Wer bist du, Mensch? Ton, dass du über den Töpfer richtest. Okay, richtig. Läuft. Papa hat den besseren Plan, auch wenn wir meinen, der Plan ist aber richtig, so brauchen wir das und bla bla bla. Nix da, es läuft immer anders, als wir denken. Okay, also bei all unseren Wünschen und Plänen, die wir haben, dürfen wir niemals Gott außer Acht lassen, ob das, was wir geplant haben, uns wünschen oder haben möchten, überhaupt seinem Willen übereinstimmt. Wenn es gerade aber seinem Willen übereinstimmend ist, kann das passieren, dass wir das sogar kriegen. Versteht ihr? Dass wir das sogar kriegen. Also, mit Gott zusammenzuleben, ist das reinste Abenteuer. Das kann ich euch sagen. Und er macht es spannend. Wir müssen jetzt praktisch bis morgen warten, ob wir die Wohnung kriegen oder nicht. Ich hoffe natürlich, dass keiner angebissen hat, ne? Oder dass dem Vermieter vielleicht das Gehalt der Leute zu wenig war, oder weiß der Geier. Oder hat irgendjemand einen Hund hat. Die wollen keine Haustiere in der Bude. Die sind natürlich immer froh, wenn kleine Kinder dabei sind. Ne? Da bist du auch natürlich gut dabei. Also wir warten ab. Wir warten einfach ab, was Papa Jesus jetzt daraus dreht. Und wisst ihr was? Ich habe null Traurigkeit mehr drin. Ich habe null schlechtes Gefühl, keine Überforderung mehr im Kopf. Alles ist jetzt gerade. Der Herr kennt mich nämlich jetzt. Er weiß, dass ich in den letzten Wochen auch in der Heilung aktiv war, dass das sehr viel gewesen ist, dass der Herr sogar hingehen kann und euch seinen Plan verrät. Das gibt es auch. Dass Papa euch seinen Plan sogar mitteilt. Okay? Jedem begegnet Gott so, wie er es braucht. Vor 3 Wochen hatte ich ja mal dieses Live-Thema hier in Waldkappel mit euch durchgesprochen. Okay? Gott erscheint jedem oder teilt sich jedem Menschen so mit, wie er es gerade braucht. Okay? Werde das Wort noch studieren und so flexibel werden muss Papa machen. Noch? Ja. Genau, du trinkst noch Milch, mein liebes Kind. Na und? Bist du ein geistig noch ein kleines Kind? So, und das braucht Milch. Nur die Erwachsenen, die kriegen mal härtere Kost aufgetischt. Das ist so. Die im Glauben erwachsen geworden sind. Okay? Gut, meine Lieben. Also, Thema war praktisch heute, ne, dass wir wirklich auf unseren Herrn vertrauen. Auf unseren Herrn vertrauen, auch wenn sich unsere Pläne und Wünsche nicht so erfüllen, wie wir es gerne hätten. Okay? Dass wir niemals unseren Herrn außer Acht lassen, ob es überhaupt seinem Willen übereinstimmig ist. Ihr werdet es erfahren, wenn ihr in der Situation gerade drin seid. Okay? Ich bin mir ganz sicher, dass der Allmächtige uns jetzt riesige Türen öffnet, von dem Zeitpunkt an, wenn Daniel und ich uns heute Abend um 20 Uhr verabschieden. Boom, da bin ich mal gespannt, was Papa mit mir noch für Dinger dreht, wenn ich in der WG abhänge, mit meinem Jesus-T-Shirt und meine Kreuze, Flügelkreuzchen draufläuft, ne? Ey, ist das geil? Wollen wir mal gucken, was passiert? Wollen wir mal gucken? Auf jeden Fall habe ich mich mit dem Vermieter sehr gut verstanden, schon am Telefon. Wir waren direkt per Du gestern. Ne? Da habe ich gesagt, jo, das kommt mir sehr gut. Ich komme aus dem Pott. Ich hasse diese Siezerei. So, ich sage dann immer, wir sind alle Geschwister vor unserem Herrn. Punkt. Da mache ich ehrlich gesagt keine Unterschiede zwischen Glaubende oder Nichtglaubende. Dann ist mir in dem Moment, besonders wenn ich mit Ungläubigen zusammenkomme, immer einer meiner Lieblingssätze, warum ich das Gesieze hasse. So, natürlich auf der Arbeit duzen wir uns auch alle schon. Von der Pflegedienstleitung bis runter zum Praktikanten läuft. Du, ey, wisst ihr, was das geil ist?
So, da tut natürlich auch viele Mauern fallen lassen. Das ist viel freier, viel offener, viel persönlicher, familiärer. Ich freue mich wirklich auf meinen neuen Job, auf meinen neuen Wirkungskreis. Halleluja. Und das ist jetzt alles entstanden vom ersten Agape-Wochenende letzten Monat im Oktober bis jetzt. Es ist ein Monat vergangen. Ein Monat. Und ihr habt jetzt alles mitbekommen, was bei uns jetzt alles abgegast ist. Innerhalb der kürzesten Zeit. Der Herr hat es eilig. Auch mit euch. Okay? Also, es haben viele von euch eine Berufung in sich. So, wenn ihr eine Berufung habt, dann folgt ihr bitte. Seid dem Herrn gehorsam. Papa warnt, nicht jeder, der mich Herr nennt, kommt ins Himmelreich, sondern der, der meinen Willen tut. Also, dass Papa Gott nicht nur unser Vater ist, von dem wir etwas verlangen oder fordern oder sonst was dürfen, er darf auch. Er erst recht. Versteht ihr? Manchmal ist das so, dass Gott auch von uns etwas abverlangt oder auch uns herausfordert. Okay? Also, Gott ist der Geber aller Gaben, keine Frage. Nur er möchte natürlich auch, dass wir für ihn da sind. Die Kinder sind natürlich auch für den Papa da, ne? So, genauso wie es in der weltlichen Welt genauso ist. Dass wir auch für unsere weltlichen Eltern da sind, wenn sie Hilfe brauchen. So, und Papa Jesus braucht auch uns. Haben wir kürzlich auch schon mal besprochen in eines meiner Livestreams, dass Gott uns auch braucht zum Aufbau seines Königreiches. Und wir sind Königskinder, meine Süßen. Und wir haben die Vollmacht, mit zu regieren. Bereits jetzt schon hier auf der Welt. Nicht nur da oben irgendwann im Himmel, sondern bereits schon jetzt. Also kommt bitte aus eure Löcher raus. Seid dem Herrn bitte gehorsam. Wenn ihr was aufs Herz gelegt bekommt, gehorcht ihm bitte und tut es, was er euch sagt. Weil das bringt nichts, wenn wir ihn mit Meister, Herr, Gott oder sonst was ansprechen. Wenn es uns aber scheißegal ist, was er von uns will. Da ist dann ein Widerspruch drin. Okay? Gut, meine Süßen. In dem Sinne wünschen wir euch jetzt einen schönen Feiertag. Naja, gut. Katholischer Feiertag, da gedenken wir an die Verstorbenen. Gut. Das ist auch richtig, an die Verstorbenen zu denken. Aber wisst ihr was? Wir brauchen keinen Feiertag dafür. Ja? Um an so Verstorbene zu denken. Da können wir immer tun. Immer. Deswegen. Ne? Macht euch einen schönen Tag, meine Süßen. Fühlt euch alle geschmust. Wir halten euch auf dem Laufenden. Möchtest du auch noch was sagen? Nee. Nö. Alles gesagt. Hauptsache, mein Nickerchen war dabei. Tschüssi, meine Lieben. Seid gesegnet. Möchtest du noch einen Abschiedssegen sprechen? Der Herr segne und behüte uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr wende sein Angesicht uns zu und schenke uns Frieden und Heilung. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, bewahre unsere Gedanken, Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Segne und behüte uns in diesem Tag, der mächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Arrivederci. Tschüssi. Tschüss.